So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. So, und ich möchte jetzt diese Sonderereignis-Erinnerungssequenz spielen. Und ich bin mal gespannt, was das ist. Die Frage ist, waren das vielleicht DLCs, die jetzt so in das Spiel mit reingenommen wurden oder nicht? Wir gucken einfach mal. Ich glaube, ich muss hier hoch auf den Turm. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass das hier im Wasser ist. Okay. Doch weiter hoch. Okay, gucken wir mal. Oh, okay. Was ist das jetzt? Oh, nee. Oh oh. Okay. Aber was soll das jetzt? Okay. Verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht ist das einfach nur dafür da, dass man einen Erfolg noch holen kann? Und ich weiß, da gibt es einen Erfolg, dreht während dem Flug irgendeinen Gegner vom Dach oder irgendwie sowas. Gut, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe gedacht, hier geht noch irgendeine Erinnerung einher, aber anscheinend doch nicht. Also ich muss jetzt hier nicht nochmal rumfliegen. Quatsch mit Soße. Jetzt ist halt die Frage, was ist dann das andere? Hier unten war ja noch irgendwas. Reparierte Erinnerung. Okay. Na gut, dann gucken wir halt mal nach der reparierten Erinnerung. Was ist das hier? Schlägerei? Nee, habe ich keine Lust. Bringt eh nichts. Muss ich nur jemanden zusammenprügeln. Das ist was, was man nicht braucht. Weg da. Das wird am Ende nicht viel bringen. Außer wenn man wirklich alles gemacht haben möchte in dem Spiel. Gehe ich immer schwer davon aus. Ja, da sind noch Attentate. Ja, da ist noch ein Briefträger. Sondererinnerung. Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Gucken wir mal, was das jetzt für eine Erinnerung ist. Nur die beste Kleidung hier. Seide und fein gewobenes Leinen. Ah ja. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt.
aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Ach so, das war der andere Bruder, natürlich. Wegen der Veruntreuung von Geldern durch den inzwischen... Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiede. Hier, lasst mich gefälligst in Ruhe. Ich muss da raus. Weg da. So, ist hier irgendwo ein Pferdchen? Nein, kein Pferdchen. Ach, da ist er ja schon. Hallo? Oh, come on, Herr. Oh, das ist ja mies, Mann. Nun, wie willst du gehen? Sein oder Axt? Versuche es. Ich habe dich gewarnt. Oh, du bist doch ein Penner. Bravissimo! Na ja, toll. Ganz toll. Wie soll ich denn den... Regt mich schon wieder auf. Das kann doch nicht wahr sein. Wegen des Mangels an tüchtigen, starken Männern durch den letzten Feldzug und die darauf folgende Pest bietet das Meer in der Republik einen Rekruten von 3 extra Quadrini pro Jahr. Woher kenne ich den Kerl? Woher kenne ich den Kerl? Du wirst nicht. Weg hier, Teufel, sofort! Armleuchter. Oh, ist dir hingefallen, ne? Runter, was machst du hier oben? Geh! Tschüss! Ich hänge! Ich hänge hier! Oh, come on, Herr, ist nicht dein Ernst. Ich krieg die Krise her bei diesem Spiel. Ich krieg echt die Krise. So, einer schon mal weniger. Nein! Oh, Mann! Versuch's nur, Stronzo. Was sagst du, Stronzo? Wir kriegen ihn. Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe! Bald wird nichts mehr von dir zum Weg. Schneller! Schwimm! Schwimm! Versuch. Oh, warum sind die auch so schnell? Wie doof, Mann! Mehr Eier als Hirn. Renn! Halt, du wirst nicht den Körper suchen! Du bist erledigt. Nein, nicht den! Den da hinten! Und unterschätzt mir den Kerl nicht! Jesus Christ! Zuschlag an die Ausbildung, Männer! So! Du verdammter! Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Yeah.
Na toll. Hat er mir noch ein Messer reingesteckt? Was soll denn das? Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Exkommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagellanten vom Monte Poggiolo ihre Seelen... Na gut. So. Halt. Hier. Reparierte Erinnerung. Jetzt ist halt die Frage, muss ich erstmal... Ich würde erstmal eigentlich gerne nochmal zurück in die Villa, die Kohle abholen. Na gut, gehen wir erstmal dahin. Was machst denn du da jetzt? Ihr dürft nicht hier oben. Du könntest. Salve. Wie komme ich jetzt darüber? Schaffe ich das, wenn ich darüber springe? Bin mir nicht sicher. Nö. Akrobat? Klappt ja vorzüglich. Die Abtei im Sumpfland der Romaner nach dem Mönch im schwarzen Umhang und Apfelstahl durchsuchen. Machen wir das mal. Was? Wer sieht mich jetzt schon wieder hier? Klettert er jetzt nicht da hoch? Es ist doch gar nicht so hoch.
Der Mist jetzt. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Das könnte unser Mann sein. Komm doch, geh doch aufs Pferd! Also sag mal! Oh, ey. Bin jetzt hier falsch, ne? Ich hätte einmal. Nee, ich muss drin, okay. Hm. Warum, ne? Oh, Mann, 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 Mann. Steh auf, steh auf. Boah, ey, das nervt mich so ab. Aus dem Weg, Opa. Weg da. Weg da, Mann. Na gut, ich ziehe ja schon weiter. Was soll das? Es gibt keinen Grund für Gewalt. So sehen die anderen dann auch. Gehen wir über die Dächer. Was runter, Stronzo. Nein! Nein! Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Unglaublich, ja. Seine schändliche, widerliche, schreckliche Existenz darf in unserer Stadt nicht toleriert werden. Hallo, bestechen. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Ja, und jetzt muss ich die töten, oder was? Oder was muss ich machen? Oh, Gott, ja. Den Abt einfangen. Ja, welcher ist denn da? Welcher ist es denn? Töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihm zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte.
Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Gut, gucken wir erstmal auf die Card. Ich würde, glaube ich, erst, bevor ich hier, wenn ich hier einmal außen rumlaufe, okay, geht, alles klar. Dann würde ich nämlich einmal kurz eine Schnellreise machen. Kurz in die Villa. Würde mal die Kohle abholen. So, gibt es hier noch irgendwas zu kaufen? Munition voll, alles voll. Gut. Ein Vergnügen, Signore. Kommt. Wie sieht's mit der Medizin aus? Kohle ab. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Okay, gut, dann können wir zurück nach Florenz. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht vertraut. Ihr bringt mir die Krankheit. Hier ist auch nichts Neues, ne? Nein. Ciao, addio.
Tja, jetzt ist nur die Frage, wo war jetzt hier... Wo war jetzt hier der Eingang? Ich glaube, es war hier, ne? Ich glaube, das war's. Ich glaube ja. Ich hoffe es. Mach ich jetzt hier richtig? Nee. Oder? Doch. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist die Frage, rendiert sich das noch, hier nochmal anzufangen? Ich glaube, ich mache einen Cut. Wir sehen im nächsten Part, wie es hier weitergeht in Florenz. Also bis dahin. Bye-bye.